Das ist meine Liebe. Nichts mehr ohne dich. Das ist die wahre, unwandelbare, herrliche Liebe für mich. Das ist meine Stunde. Was ist nun geschehen? Du bist vorbeigegangen, so hat es angefangen. Das ist meine Liebe. Das ist meine Stunde. Was ist nur geschehen? Du bist vorbeigegangen, so hat es angefangen. Das ist meine Liebe. Du bist meine Liebe. Ja. Ein Telegramm, Herr Generalmusikdirektor. Ja, machen Sie es auf. Das geht doch nicht so einfach. Das ist mir gar nicht angenehm. Das wäre ja schon in einer halben. Das ist aber nett von dir. Aber du warst da immer nett. Komm, lass dich anschauen. Unverändert. Moment, na, unverändert was? Ich bin auch ein bisschen älter. Vorsicht, das Wort Alter darf in meiner Gegenwart nicht erwähnt werden. Ach, natürlich ist sie nicht pünktlich. Das wäre ja auch das erste Mal. Wer wäre das erste Mal? Na, Nicole natürlich. Was, Nicole ist? Ja, weißt du denn das nicht? Hat sich das Kind nicht bei dir gemeldet? Nee. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Seit 6 Wochen ist sie in München auf der Ballettschule und meldet sich. Ach, das ist aber unbegreiflich. Ach, die kommt nicht. In 3 Stunden fliege ich weiter und meine Tochter kommt nicht. Die ist einfach verschwitzt, wie ich sie kenne. Die hat einen Verstand in den Beinen. Sehr begabte Beine, aber zum Denken sind Beine leider doch nicht geschaffen. Nicht? Nicole, die muss doch jetzt auch schon so an die 80 sein. Ach, du bist albern. Ja, aber warte mal, ja, richtig. Ja? Du hast sie das letzte Mal, das war vor 6 Jahren, da war sie 12, jetzt ist sie 18, 26. Na, du wirst Augen machen. Ja, bei der Mama ist das ja keine Kunst. Aber ich sehe auch noch einigermaßen aus, nicht? Einigermaßen möchte ich eigentlich nichts sagen. Hinreißen. Dankeschön. Aber du siehst auch großartig aus, nur bisschen zu viel Bauch hast du dir zugelegt. Ich gebe mir jeden Morgen das Ehrenwort, dass ich... Ja, und bricht es spätestens beim Mittagessen. Nee, beim zweiten Frühstück schon. Du sei ein Schatz und bring mich zur Ballettschule. Ja, beim größten Vergnügen. Sag mal, ein bisschen schneller fahren kannst du nicht, nein? Du, ich tue alles im Leben mit einem ganz bestimmten Rhythmus. Und Automobil fahre ich andante con mobile. Ich weiß. Du hast alles in deinem Leben sehr langsam gemacht, Thomas. Telegrafiert Freitag. Heute ist Freitag. Ach, bist du sicher? Ja. Na? Herr Generalmusikdirektor, ich freue mich, Sie bei mir zu sehen. Also ich muss sagen, diese junge Dame hätte ich nicht mehr erkannt. Guten Tag. Hast du denn schon Anschluss gefunden, Häschen, an Kolleginnen und so? Aber natürlich. Thomas, bitte sei ein Schatz und wirf ab und zu mein Auge auf sie, ja? Nicht, dass ich kein Vertrauen zu unserem Baby hätte, aber weißt du, sie ist doch das erste Mal so allein in der großen, weiten Welt. So richtig Mutterseelen allein. Ich fürchte, wir müssen. Oh Gott, ja, wir müssen. Hat sich Papi das rechte oder das linke Bein gebrochen? Also, das weiß ich nun wirklich nicht. Ihm auch an, das wird ihm völlig egal sein.
Mir aber nicht. Wenn ich an Papi denke, möchte ich mir nicht das falsche Bein in Gips vorstellen. Ist die nicht niedlich? Wenn ich das Marcel erzähle, wird der weinen vor Rührung. So und sei brav, mein Schatz, hörst du? Und wenn ich das nächste Mal komme, bleibe ich bestimmt mindestens eine Woche. Ja, und zieh dich unten warm an, wenn es kalt ist. Ach, Elba, muss man sich ein Bein brechen, dass zu dieser Jahreszeit. Du bist ein Schatz, Thomas. Ja, das habe ich schon mehrfach von dir gehört. Ja, man kann es gar nicht oft genug sein. Ciao, ciao, ciao. Also, ciao. Nun ja. Haben Sie eigentlich mit ihr etwas gehabt, Onkel Thomas? So, ich glaube, ich habe die Frage falsch verstanden. Du lieber Gott, ich muss sofort in die Oper. Kann ich dich unterwegs irgendwo absetzen? Oh, das wäre prima. Ich wohne direkt auf dem Weg. Du hast dich verändert? Naja, das letzte Mal, als ich dich gesehen habe, da warst du, ja, 12. Damals war ich noch flach wie ein Brett. Meine Rundungen kamen ganz plötzlich. Na ja, alles im Leben kommt plötzlich, ne? Unangemeldet gewissermaßen. Ihre Rundungen da auch. Das muss sich auch plötzlich entwickelt haben in den letzten Jahren. Du würdest mir einen großen Gefallen tun, wenn du dieses Thema nicht berühren würdest. Ach, würden Sie so nett sein und am nächsten Laden kurz halten? Ich möchte Spinat kaufen, sonst nichts. Hübsch. Gerade richtig für mich. Ey, wo könnte ich mal telefonieren? Da im Schlafzimmer. Du? Du? Bei dir da im Bett, da liegt ein nackter Kerl. Oh, George, ich wusste gar nicht, dass er hier ist. Geht mich ja nichts an, aber deine Mutter scheint eine etwas verzerrte Vorstellung von deiner Entwicklungsstufe zu haben. Oh, ich wollte Mutti das schon selber sagen. Aber es ist ja unmöglich, bei ihr einen Satz unterzubringen. George und ich sind Mann und Frau. Was ist? Ihr habt geheiratet ohne... Nein, noch nicht. Erst in 3 Wochen, wenn ich mein nächstes Geld geschickt bekomme. Vorläufig sind wir Mann und Frau ohne Papiere. George ist der Mann meines Lebens. Wer ist denn das? Oh, das ist ein großer Moment in der Musikgeschichte. Darf ich vorstellen? George Kerr, Komponist, Generalmusikdirektor Thomas Andermatt. Opa, was? Ja. Reich mir die Hand, mein Leben. Mozart liegt Ihnen offenbar weniger. Ne? Mottenkiste. Antiquierter Quatsch. Also, das brauche ich mir nun wohl nicht anzuhören. Ne? George ist eine Spitze der gegenstandslosen Musik. Lass ihn doch, der weiß doch gar nicht, wovon du redest. George ist ein Genie. Na, hoffentlich bist du nicht der Einzige, der davon überzeugt ist. Außer ihm. Auf Wiedersehen, Onkel Thomas. Und vielen Dank für den Spinat. Mach mir was zu essen. Mir ist wieder nichts eingefallen. Gestern Abend zu dir gekommen, hab dein Wodka ausgetrunken und es hat auch nichts genützt. Du armer George. Ja, wo kann ich denn den Herrn Generalmusikdirektor finden? Endlich. Endlich. Endlich, endlich. Da ist sie in persona. Unsere einmalige Lotte Menzel-Schröder. Da ist er in persona, unser einmaliger Thomas Andermatt. Und nur 14 Tage will sie uns schenken? Ja, leider, mein Freund, leider. London erwartet mich, San Francisco. Die schrecklichen Agenten, nie gönnen sie uns eine Minute Pause. Naja, ja. Diese Stimme, man will sie hören. Diese schöne Frau, man will sie feiern. Und nur weiter im Text, mein Lieber, nur weiter. Ich sammle Komplimente wie andere Leute Schmetterlinge. Nur 14 Tage, da werden wir uns aber sehr beeilen müssen. Hm? Womit, mein Freund, womit müssen wir uns beeilen? Na, damit, dass wir Ihnen den Abschied von uns schwer machen, besonders den Abschied von mir. Sie sind mir ja ein ganz, ganz gefährlicher. Bitte um Entschuldigung, Herr Generalmusikdirektor, aber die gnädige Frau muss das Kostüm für Romeo und Julia probieren. Wir müssen gelegentlich etwas Zeit füreinander finden, genau. Nun ja. Und sonst? Regiebesprechung Traviata um 3 Uhr, die Herren von der Gramola wegen der Termine für die Walkürenaufnahmen. Was? Das ist doch erst in 2 Monaten. Ach, das wird verschoben. Ne? Gewiss, ja. Na, ich muss unbedingt heute Nachmittag mich mit der Off-Partitur beschäftigen. Der Weingarten lässt bitten. Nein. Alles beim Besten, Herr Generalmusikdirektor? In keiner Weise, Frau Doktor, in keiner Weise. Ich habe leider einen sehr schlechten Vormittag gehabt. Darf ich Sie bitten, sich frei zu machen? Bitte,
Wieder ganz hübsch zugenommen, hm? Ja, ist es nicht schrecklich? Es ist. Schämst du dich nicht? Schäme mich. Na, ist die Nachtigall mit dem überdimensionalen Busen angekommen? Ich nehme an, dass du mit dieser vulgären, eifersucht-triefenden Beschreibung die von mir hochverehrte Frau Kammersängerin Lotte Menzel-Schröder meinst. So ist es, Meister. Also, was soll da bitte sein? Der übliche Empfang mit Blitzlichtern, eine Diva mit völlig aus der Mode gekommenen Allüren, sofern das Siegel. Darauf fliegst du ja. Ja, ja, ich gebe zu, ich habe für alles altmodisch eine melancholische Schwäche. Aber falls es dich interessiert, die Dame hat wirklich einen stolzen Busen. Ich halte dich nach den neuesten Erkenntnissen der Medizin in einem erstklassigen Zustand. Gesund, frisch und vor allen Dingen jung. Ja. Das tue ich für mich, nicht für andere. Du, deine kleinen Eifersüchteleien sind für mich eigentlich immer eine große Freude. Für mich weniger, mein lieber Freund. Du läufst deinem schlechten Ruf nach, anfällig für Sopranistinnen zu sein. Und wie ich dich kenne, macht es dir nicht einmal viel Freude. Du bist schon ein schrecklich scheußlicher Kerl. Du als mein Hofarzt, du solltest doch nun wirklich wissen, dass meine physischen Möglichkeiten, sagen wir, beschränkt sind. Ja, ich weiß das, wusste bloß nicht, dass du das meinst. Ich sollte dir eigentlich gewisse Vitamine und Hormone entziehen. Und also bitte sag so etwas nicht einmal im Spaß. Und dirigieren darfst du nur noch Opern ohne Busen. Die gibt's gar nicht. Schließlich, irgendwoher muss der Ton ja kommen. Wunderbar. Ich glaube, das genügt für heute, ja. Also in einer Stunde. In einer Stunde. Meine Herren, darf ich bitte noch einmal das Vorspiel, ja? Ich glaube, wir sind uns einig, was wir da vorhin gehört haben. Verdi hätte sich im Grabe umgedreht. Bitte schlagen Sie auf Ziffer 16, ja? Wir müssen. Aber vergessen Sie es nicht, ich flehe Sie an. Ganz Achtung, haben wir es. Verstehen Sie mich nicht oder hören Sie mich nur gerne singen? Also noch, noch einmal. Bitte. Was ist das schon? Meine Zigarettenpause, ja. Ist etwas geschehen? Ja, natürlich ist was geschehen. Ja. Möchtest du mir vielleicht sagen, wieso du hier mitten in meinem Orchester wohnst? Ich will nicht mehr leben. George hat sich auf einmal eingeschlossen und lässt mich einfach nicht in sein Zimmer. Niemanden lässt er rein, aber vor allem nicht mich. Also, dafür habe ich nun wirklich keine Zeit. Sind da solche Kinder rein? Es geht immerhin um mein Leben. Ja, damit hast du mich erpresst. Oh. Also, erzähl. Könnten Sie nicht etwas rascher fahren, Onkel Thomas? Nein. Erzähl, was ist, warum hat er sich eingeschlossen? Mag er dich nicht mehr oder was? Das gibt's ja. Er liebt mich eben zu sehr, deswegen. Ach, so blöd. Und nein, ich verstehe ihn schon. Psychologisch meine ich.